Wir sind zu einem Verkehrsunfall mit verletzter Person alarmiert worden. Vorgefunden haben wir dann hier das Trümmerfeld, wo ein Fahrzeug durch eine Brückenunterführung durch ist und auf der anderen Seite eingeschlagen ist. Es war ein richtig riesengroßes Trümmerfeld. Vermutlich ist sie gegen die Brücke und ist dann mit der Geschwindigkeit, die sie dabei gehabt hat, über die Unterführung drüber geflogen und auf der anderen Seite eingeschlagen. War eine Person, die war aber schon draußen, die war auch schon im Rettungsdienst notärztlich versorgt. Wir hatten eben noch mal das Problem, es ist noch ein massiver Austritt von Benzin gewesen. Haben wir jetzt den Tank aufgebohrt und haben das Benzin abgesaugt. Glücklicherweise war hier ein Schutzengel da, dass nicht mehr passiert ist der Person. Jetzt warten wir mal noch Sicherungsmaßnahmen weiter, bis der Abschlepper kommt. Und dann werden wir dann wahrscheinlich dann auch Einsatzende haben. Wir warten jetzt nur noch, bis der Abschlepper da ist. Wir sind mit ca. 30 Einsatzkräften hier vor Ort.